Nein, ich will nicht noch mal. Der Aufsichtsrat vermutet bereits, dass wir wegen Raub gelogen haben. Wenn sie erfahren, dass sie unsere Ressourcen genutzt haben, um einen Friedhof zu finden, werden sie Fragen stellen. Warum Burnwood wirklich übergelaufen ist, über ihr kleines Forschungsprojekt. Ja, dann kommt alles ans Licht. Aber ich werde nicht untergehen, wie machen wir das jetzt am besten? Der Aufsichtsrat wird glauben, was ich ihm sage. Sie wollen in der Oberliga mitspielen? Das ist Ihre Chance. Nutzen Sie sie. Holen wir uns mal eben hier wieder. Sie schon mal Ihre Grabrede. So. Damit wir sie nachher einfach hier wieder erwürgen. Wir machen einfach genauso wie eben. Das hat auch sehr gut funktioniert. Jetzt haben wir hier drinnen auch schon mal wieder die Luft rein. So, die Waffe nehmen wir uns auch wieder mit. Wo wir, glaube ich, eben nicht mitgenommen haben, aber ist ja auch egal. So. Müssen wir jetzt nur nach da oben wieder kommen, um zu sehen, wann sie herkommt. Oder wir gehen einfach jetzt hier wieder außen rum zurück. Boah, es ärgert mich so richtig gerade. Ist er der Einzige? Ist da drin auf einmal noch eine? Ne, das ist der, der da drin liegt. Können wir ihn auch hier ausschalten oder was? Wo ist ein anderer hin? So. Und damit mal hier, wenn sie nachher herkommt, hier ein bisschen freies Feld haben. Oh. So viel dazu, wo ist der andere? Den verstecken wir. Na, ist halt ein bisschen doof. Dann können wir sie nachher hier nicht mehr verstecken, aber. Naja. So sind wir auf jeden Fall nachher nur Nummer sicherer. Oh, das wollte ich gar nicht, weil das andere Outfit von dem. Ah, so. Okay. Wollen wir ihn da auch noch ausschalten? Nein, eigentlich brauchen wir es nicht machen. Jetzt sind wir hier voll so ein Army-Man. Fühlt man sich doch gleich viel sicherer. So, wo lang ging das jetzt? Hier hoch, glaube ich, ne? Darüber. Jetzt müssen wir einfach wieder auf sie warten. Ja, Freunde, aber wie gesagt, das Spiel neigt sich langsam dem Ende. Und ich weiß noch gar nicht, was ich als nächstes anfangen werde zu Let's Playen. Okami läuft ja noch parallel, das wird auch noch sehr, sehr lange dauern. Das ist nämlich ein großes Spiel. Aber ansonsten, na jetzt, ich glaube Ende Januar kommt auch irgendwie so ein japanisches Rollenspiel raus, worauf ich eigentlich schon Bock hätte, das zu spielen, aber ich weiß immer nicht, ob sich das so eignet zum Let's Playen. So Rollenspiele. So, ich weiß, das ist so ähnlich wie, weiß nicht, ob ihr das kennt, halt Dragon Quest 8 habe ich damals, boah, ich habe das so gesuchtet, das hat mega Spaß gemacht und so ähnlich ist das halt auch, deswegen würde ich es schon sehr gerne spielen. Aber ich bin mir halt noch ein wenig unentschlossen. Uiu, hinter ihm herräumen. Und sie hat natürlich nichts mitbekommen. So. Und ansonsten weiß ich nicht, was. Ach so, wahrscheinlich kommt in den nächsten, na, ich sag erstmal vorsichtig Wochen, ein Together mit meiner Freundin, ja, zu Lego Fluch der Karibik. Da freue ich mich auch schon drauf, wie das werden wird. Und das steht eigentlich als nächstes erstmal so an. Ich hoffe, es klappt auch alles so wie geplant. Müsste aber gleich wieder funktionieren. Sehen Sie zu, dass es tut. Ich gehe auf dem Hügel in Position. Jetzt kommt hier noch einer rein. Wenn Sie die Leiche haben. Meine Wachen feuern auf alles, was sich bewegt. 47 wird sich hüten, hier aufzutauchen. Verdammt, jetzt kommt hier noch einer von der Seite. Von da oben. Das war vorne, aber nicht so. Und ich bin der Köder.
Arschloch. Wo kommt er? Ach, da vorne. Das schaffen wir jetzt, glaube ich, nicht. Ach, das ist der Typ. Kann der uns enttarnen? Nee. Als der sollten wir uns verkleiden, dann kann uns keiner mehr enttarnen. So, sie haut wieder ab. Okay, hier drin ist auf jeden Fall gut zu sein, dass wir hier schon mal alles clear gemacht haben. Ich weiß nur nicht, wo wir ihn nachher verstecken sollen. Das könnte ein bisschen zum Problem werden. So. So. Aber ich habe da schon so eine Idee. Und wenn wir als der verkleidet sind, dann stehen uns alle Türen offen. So, ich denke, wir können jetzt hier hinten in dem Teil verstecken, ohne dass uns einer sieht. Schnell rein da. Oh, der andere kommt schon wieder. Schnell. Kommt er bis hierher? Da steht er. Boah, das war knapp. Das wäre ja wieder perfekt gewesen, ne? Wäre ja wieder übelst typisch. So, dreh dich um. Brav machst du das. Und jetzt verkleiden. So. Perfekt. Wie er aussieht wie so ein Ganzkörperkondom. Wolf im Schafspelz. So. Ich hoffe, jetzt kommen sie gleich mal wieder irgendwo hin. Wo wir auch was mit dir anfangen können. Jetzt können wir uns hier schön frei bewegen und können uns auch mal hier alles angucken. Hey, coole Waffe. Auf ein Wort. Was haben wir denn hier? Der Kran hätte anscheinend eine Fehlfunktion. Bestimmt fällt das dann runter. Travis will eine vollständige DNA-Analyse der Leiche. Denken Sie dran. Burn. Ups. Upsi. Das wollte ich gar nicht. Perfekt. So, und dann lass uns mal jetzt einfach hier verschwinden. Keine Gegner mehr, wir sind eh getarnt. Besser geht's doch nicht. Gefühlslos. So, Schloss knacken. Mal gucken, was uns jetzt erwartet. Oh, drei Ziele. Wir müssen die alle ausschalten. Da vorne ist dann das Hauptgebäude, wie es aussieht. Travis an Pretoriana. Höchste Alarmstufe. Schließt die Reihen und schießt auf jeden, der sich nähert. Wenn ihr wirklich die Besten seid, könnt ihr es jetzt beweisen. Okay, da gehe ich lieber nicht durch. Wenn ihr auch noch aufpasst, wenn man langläuft. Da ist auch wieder so eine Falle. Das sind bestimmt so eine Sprengfallen oder sowas. Hier auch. Aber hier scheint hoch zu kommen. Huh? Hey. Wer ist da? Kommen Sie raus. Wenn die jetzt hier zur Kante gehen, kann ich sie runterziehen. Glaube ich zumindest. Vergiss es. Ich dachte, ich hätte Schritte gehört. Mal hier ranhängen. Also sind hier nur die drei oder sind hier noch andere? Weil die drei auszuschalten wäre jetzt eigentlich nicht das Problem. So, dann komm du gleich mal her. So, verstecken können wir ihn ja auch gleich. Das war doch schon mal sehr gut. Mit unserem coolen Ganzkörper-Kondom-Outfit. So, die Waffe nehmen wir uns auch wieder mit. Ah, überall diese Sprengfallen. Muss man schon echt ein bisschen aufpassen. Was kriegt denn hier auf dem Boden? Hundeknochen. Okay. So. Jetzt kommt der eine hierher. Warten wir mal auf ihn.
Wo ist er denn? Da ganz hinten erst. Oder wir gehen hier mal außen rum. Hier können wir auf jeden Fall wieder ein verstecken. Überall liegen hier die Hundeknochen rum. So, aber das sieht mir jetzt ehrlich gesagt nicht so schwer aus. Da waren die beiden, ich sag mal, Räume oder Abschnitte hier vor auf jeden Fall schwieriger. Hier mit drei Gegnern, das ist doch Pipifax. Keine Herausforderung für uns. So, dreh dich um. Und zack. Noch so einen coolen Move gemacht. So. Cere Sektum eliminiert. Den verstecken wir dann auch gleich mal hier. So. Damit alles seine Ordnung hat. Und dann widmen wir uns mal dem dritten Kollegen. Da hinten. Kommt er jetzt her? Nee. Geht nur bis da vorne. Ach, scheiße. Naja. Immerhin ausgeschaltet. Nein! Nein! Da war so eine scheiß Bombe. Nur weil ich so gierig war und den Beweis mitnehmen wollte. Fuck! Man. Das war so easy eigentlich. Okay, einfach nochmal. Travis an Pretoriana. Höchste Alarmstufe. Schließt die Reihen und schießt auf jeden, der sich nähert. So, wenn ihr wirklich die Besten seid, könnt ihr es jetzt beweisen. Hier lang und warten dann hier oben wieder, bis er vorbeikommt und killen ihn einfach genau auf die gleiche Weise. Boah, das regt mich am meisten auf. Das regt mich echt am meisten auf. Okay, ich trinke erstmal einen Schluck, da kommt er eh erst gleich. Ah, leckeres Wasser. Was gibt es Besseres? Okay, geh da jetzt lang. Ich will dich töten. Dankeschön. Nicht wundern, du stirbst gleich. Und zack. Gut, dann verstecken wir ihn auch gleich mal wieder. Alles wie gehabt. So, rein mit dir. Und auf zum... Oh Mann, ich gehe jetzt am besten immer hier mit dem Instinktmodus. Und das andere ist mir dann doch ein bisschen zu riskant. So, dann... Oh. Das hat er schon... Ja, er ist da 50 Meter weit weg und hört mich hier schnell schleichen. Naja. Ja, geh mal nachsehen, bitte. Okay. Nee, geh doch nicht nachsehen. Nicht, wenn du direkt neben mir stehst. So. Es kommen beide her. Na, klasse. Ich bin immer zu... Nein, nicht überheblich, sondern zu voreilig, genau. Ist nicht so cool in dem Spiel. Aber es regt mich einfach auf, wenn man stirbt und dann alles nochmal machen muss. Irgendwie 5 Minuten Arbeit. Und für euch ist es ja auch nicht so lustig, dann zuzugucken. So spannend ist es ja nicht, zweimal direkt das gleiche zu machen, auch wenn es jetzt ein bisschen anders ist. So, er geht jetzt wieder zurück. Das heißt, wir können den anderen jetzt einfach wieder erledigen, so wie eben. Dann macht er wieder seinen coolen Move und zack, haben wir dich. So. Wie viele Punkte gibt es eigentlich fürs Verstecken? Jetzt haben wir 60.600. Und jetzt haben wir 150 gibt es vielleicht hier verstecken. Ja, hurra. Das lohnt sich ja megamäßig. So, der geht jetzt wieder weg. Ach, da ist die Bombe, die mich eben gekillt hat. So, den Beweis nehmen wir mal mit. Er geht noch weiter weg.
So. Hä? Mal ganz ehrlich, hat das gerade einer verstanden? Er ist mit dem Rücken zu uns gedreht. Er geht da einfach lang. Auf einmal dreht er sich um und hat uns entdeckt. Unlogisch? Nee. Sprengladung mitnehmen? Ja, warum nicht? Alles mitnehmen, was man vielleicht gebrauchen kann. So, Benjamin Travis erledigen. Sprengladung platzieren. So, Travis hat die Tür blockiert. Es wird Zeit, ihn endgültig abzurechnen. Wow, die Sprengladung. Bam. Ach, das war's jetzt? Hä? Das ganze Körperkondom. Sie raffen es nicht. Sie sind so ein verblödeter Wichser. Sie wurde geschaffen, um zu töten, genau wie sie. Es wäre einfach nur perfekt. Sagen Sie es mir. Ist sie wirklich tot? Diana. Haben Sie sie umgebracht? Das werden Sie nie erfahren. Ja, ich glaube, das war's jetzt. Das war das Finale. Oder kommt jetzt noch irgendetwas? Ja, wie es aussieht. Diana, tu, was du tun musst. Hä? Habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht ganz so verstanden. Aber... Großartige Arbeit 47. Das Geld wurde auf Ihr Konto überwiesen. Willkommen zurück. Und vielen Dank. Gerne. Also jetzt Diana und Victoria und Agent 47 sind jetzt alle wohlauf und haben es überlebt. Und das ist jetzt das Ende? Das war's jetzt? Habe ich mir schon ein bisschen mehr erwartet, muss ich sagen. Aber naja... Auf jeden Fall wird es bald auf meinem Kanal noch ein Special-Video von Hitman geben und ich mache auch noch ein Review, wie mir das Spiel gefallen hat und alles. Ein bisschen mit Bewertungen und so, mal gucken. Aber erstmal gucken, Handgemenge, interessiert das ja alles gar nicht mehr. Mal gucken, ob jetzt noch irgendwas passiert oder ob wir einfach im Hauptmenü landen. Schwarzere Bildschirm. Ah, ein Video. Wer sind Sie? Wollen Sie das wirklich wissen? Ich kann helfen, ihn zu finden. Wenn der Preis stimmt, natürlich. Boah, so ein Verräter. Okay, es war wohl eine Anspielung auf einen nächsten Teil. Ich bin gespannt. Den werde ich dann wahrscheinlich auch wieder Let's Play mal gucken. Mal die Musik ein bisschen leiser. So. Auf jeden Fall wollte ich sagen, auf meinem Kanal kommt bald noch ein, oder was heißt bald, eigentlich in ein paar Tagen, denke ich mal, kommt noch ein Special-Video von Hitman. Davon will ich jetzt noch nicht so viel verraten, aber es, denke ich mal, ist schon ziemlich cool und alles. Und dann wird jetzt auch weiß ich jetzt nicht, wie lange das noch dauert, weil ich auch erst die ganzen Folgen hochladen muss noch. Und naja, es wird noch ein Review jetzt geben zu Hitman, wo ich das Spiel dann ein bisschen aus meiner Sichtweise bewerten werde und sag, was mir gefallen hat und was nicht so.
Und ja, ansonsten muss ich sagen, fand ich das Spiel eigentlich, um es mal kurz zu sagen, doch schon ziemlich cool. Aber es hat echt gestresst an manchen Stellen, so wie eben auch noch zum Schluss. Man ist hinter ihm, schleicht er irgendwie, aber immer dreht er sich um, hat einen entdeckt, hä? Oder er hat sich ja nicht mal umgedreht, er war einfach so entdeckt. Aber dazu werde ich dann noch mehr im Review sagen. Und ich hoffe, es hat euch ein wenig gefallen. Das ist das erste Let's Play, was ich jetzt so abschließe mit diesem Video. Und ja, mehr bleibt mir nicht zu sagen, außer My Black Bandana. Ja, ich finde das Lied echt geil. So, aber dann müssten wir jetzt wieder im Hauptmenü sein, genau. Also, Freunde, macht's gut. Ich hoffe, es hat euch auch ein bisschen gefallen. Dann sehen wir uns im nächsten Video. Ciao. Manchmal wäre ich gerne wie er.